Evie, sag doch mal, wo bist du denn? Wo ist Evelyn? Ist Evelyn gar nicht da? Nee, es kann nicht sein. Doch, Evelyn ist immer da. Interview aufnehmen. Es geht sogar. Es geht sogar. Ich werd verrückt. So. Winkende Begrüßung. Ein philosophisches Kommentar. Und ja, liebe Freunde der Sonne, die Welt geht unter. Eine fröhliche Äußerung. Warum ist die gelb hinterlegt? Eigentlich die Karte, die ist gelb hinterlegt. Ist egal, wir machen es mal. Es passt ja auf jeden Fall alles bisher gut zusammen. Ein singendes Kommentar. Oh, jetzt wird es aber mit den Punkten langsam eng. Was können wir denn hier noch machen? Oh, das sind 8, dann. Nee, sind. Ach, Scheiße, hat nicht gepasst. Kacke, ich habe mich verklickt. Ich habe mich verklickt. My fault, my fault. Ich hätte eigentlich den anderen machen können. Aber gut, das kann man ja im. Ja, das kann man ja vorher nie wissen. Können wir jetzt noch einen Vlog aufnehmen? Nee, können wir nicht. Schade. Aber der coole, lässige, sportliche Kevin Justin posiert jetzt bitte nochmal für die Presse hier. Knipsi die Knips. Oh ja, heißer Kerl, heißer Kerl. Dieses Haus wird eindeutig zu klein für dich. Solange du hier lebst, wirst du keine neuen Erfahrungen machen. Ich werde also gezwungen. Ich werde gezwungen, umzuziehen in ein Haus, das ich mir nicht mal leisten kann. Das ist ja scheiße. Sowas von schlecht. Ja, das hatten wir ja schon mal, ne, diese Aussagen. Müssen wir eben das Interview zusammenschnipseln. Los, Kevin. Auf geht's. Machen einfach mal keinen Filter und wir machen einfach mal die Omni-Ausgabe. Und Interview mit einem. Nein. Nicht mit einem Vampir, mit Evelyn. Evelyn. Oh ja, hier ist gutes Wetter gerade. Hier ist gutes Wetter. Ich bin froh, dass ich muckelig warm vom PC sitze und neben mir das nächste EM-Spiel läuft. Schön auf dem Laptop im Livestream. Träumchen. Es steht übrigens 0-0 bei Spanien und Tschechien. Wir sind in der 40. Minute. Da habe ich mal wieder falsch getippt, weil ich glaube, ich habe für Spanien irgendwie 3 zu 1 getippt. Oh, und ich glaube, es fängt an zu gewittern. Das ist super. Das könnte man vielleicht später auch auf der Aufnahme hören. Wir werden es sehen. So. Ab in den Renderprozess. Interesse plus 30 gibt es wahrscheinlich durch Evelyn. Ich glaube eigentlich eher, die gibt es nur, weil wir eine Frau interviewt haben. Naja, wie dem auch sei. So, wie schaut's aus? Wir sind Level 15. Sehr schön. Kann ich denn jetzt endlich mal auf diesen Clothing Shop hier zugreifen? Ach ja, der Computer arbeitet. Dann können wir in der Zeit auf jeden Fall schlafen gehen. Das ist eine Option, die wir haben. So. Dann fratzeln wir auch noch eine Runde. So, was gibt's denn? Lecker Sandwich. Kann man sich immer gut in Wands tauen. Und kurz arbeiten. Ja, super in der Spieleentwicklung, weil das gibt ja nochmal 60 Ocken. Und dann sind wir bald, ja, dann sind wir schon wieder auf über 800. Und dann kann ich mir das wirklich nochmal überlegen mit dem Umzug, weil wir kriegen auch gleich aus dem Gameplay-Video. Boah, rede ich gerade schnell. Aus dem Gameplay-Video gibt es ja auch nochmal 100 und noch was. Und das Interview mit Evelyn, da müssen wir mal gucken, wie viel uns das gibt. Vielleicht genug, dass wir wirklich sagen können: Hier, AD, AD, schöne Studentenwohnung. Und Hallo Apartment und Loft. So. Aufgabe abgeschlossen. Und voll im Sprung erwischt den Kevin Justin. Zack, das gibt alles schön viel XP. Ein Traum. So. Schau mal hier. Da rollt der Rubel. Hier rollt er auch noch. Ah ne, hier ist er fertig mit Rollen. Trotzdem sind wir jetzt bei über 900 Dollar. Nein, ich möchte da nicht hin. Und wir gucken uns das Ganze doch jetzt einfach mal an. Mein Zuhause. So, wir sind nun in der Studenten-WG. Monatliche Kosten sind 80 Dollar. Internet haben wir 4 Megabyte pro Sekunde, Arbeitsplätze haben wir nur einen. Kochen wird von mir bezahlt, das ist klar. Lernen, nein, das müssen wir nicht mehr. Da sind wir, glaube ich, komplett raus aus dem Ding. Kurse können wir machen und Mitbewohner haben wir auch. Und wir könnten jetzt in ein Zwei-Zimmer-Loft einziehen mit monatlichen Kosten von 320 Dollar. Das ist natürlich eine Stange Geld, das muss man im Auge behalten.
Kochen wird ebenfalls von mir bezahlt. Wir haben aber 8 Megabyte Internet-Speed und wir hätten 2 Arbeitsplätze. Wofür man die genau braucht, weiß ich noch gar nicht. Kurse können wir machen, Mitbewohner haben wir auch. Komm, weißt du was? Vor dem Ausziehen musste ich mir Gedanken darüber machen, was ich meinem momentanen Mitbewohner erzählen soll. Genau, das ist eine gute Frage. Was erzählen wir denn der Evie? Evie, wo bist du denn? Kommst du jetzt oder? Da kommt Evie. Hey, Kevin Justin, ich habe gehört, dass du eine größere Wohnung ziehen möchtest, weil du etwas mehr Platz brauchst. Bist du dir sicher, dass du mich nicht als deinen unschlagbaren Kumpel mitnehmen willst? Nein, möchten wir nicht. Ich habe dieses Zimmer für dich gefunden und so dankst du es mir. Ich dachte, wir wären Freunde. Dein Erfolg steigt dir zu Kopf, Maus. Gut, ich unbedingt. Ja, ist sehr gut. Ist sehr gut. So. Wir ziehen um. Und ich warte auf den Ladebalken. Da ist er. Heieiei, schau mal einer an. Das sieht natürlich luxuriös aus jetzt. Die neue Wohnung war toll und vor allem viel größer. Hier habe ich angefangen, mein eigenes YouTube-Team zusammenzustellen. Ich habe meinen ersten Mitarbeiter für meinen Kanal eingestellt und doppelt so viele Videos zu produzieren und Abonnenten zu gewinnen. Meine Mitarbeiter hatten die Möglichkeit, gegen Bezahlung Videos für meinen Kanal hochzuladen. Dafür bekamen sie einen genauen Arbeitsplan von mir und gingen wieder nach Hause, sobald sie eine Pause brauchten. So, Kevin, jetzt ist aber auch wirklich, also mit einem neuen Loft kommt neue Verantwortung, kommt neue Klamotten. Es wird Zeit, dass wir, hallo, hier hin. Komm, bei Fuß, Kevin, bei Fuß. So, Abonnenten Ahoi, haben wir auch den nächsten Schritt gemacht, sehr schön. Hier oben ist schwarz hinterlegt oder grau hinterlegt noch der neue Mitarbeiter. Und jetzt wird es echt Zeit mal hier für neue Klamotten. Kann mir doch jetzt keiner erzählen, dass dieser Scheiß-Shop immer noch nicht offen ist. Das gibt's doch nicht. Was ist denn da los? Nein. Nein. Die haben versucht, mir zu erzählen, dass ich so einen verkackten Virus auf meinem PC hätte und ich dafür Geld zahlen muss, dass die den entfernen. Ha, am Arsch. Und gut ist, es war offensichtlich ein Betrugsversuch. Gut gemacht, deine Fans sind stolz auf dich. Ja, das will ich auch hoffen. Und deshalb, meine Lieben, gucken wir mal, was es auf dem Markt so Neues gibt. Amazing On, Topseller, Show Me, Show Me, Show Me, 10. Mai, wir haben den 18. Er ist nicht so gut bewertet, aber man muss dazu sagen, es wird von vielen gehypt, aber... Ach scheiße, das sind leider alles nur so Mäh-Spiele im Moment. Top-Bewertung ist halt nach wie vor Clan Wars. Das Problem an der ganzen Sache ist aber, das gucken nicht mehr so viele. Ach komm, wir holen uns das jetzt hier, den Post-Apocalyptic Nuclear Revisited. Nein. So, wir kaufen das. Was ihr im Hintergrund übrigens hört, das ist der Regen, der an mein Fenster klatscht. Ja. Das sind nicht etwa die Fans, die mit ihren Fingernägeln an meinem Fenster klappern und rein wollen. Nein, das ist nur der Regen. So, neues Spielchen, neues Glück. Was ist das? Was liegt denn da unten? Ach, das ist mein Handy. Okay. Und ich würde sagen, wir nehmen direkt ein neues Video auf. Von dem neuen Spiel, das wir uns gekauft haben. 10. Mal rausgekommen, wir haben den 19. Das heißt, für ein Hands-on-Video, also Preview, reicht es wahrscheinlich nicht. Deshalb machen wir jetzt einfach mal ganz normal ein Let's Play. Einen längeren Namen hätte ich mir selbst nicht einfallen lassen können. Und wir sollen Mitarbeiter einstellen. Das ist unser neues Oberziel. Wie gesagt, ich bräuchte dafür aber bitte auch erstmal ein bisschen Kohle. Ich muss langsam mal, also ich muss auf so einen Standard kommen, wo ich sagen kann, ich habe hier eine Ruhe reingebracht in das Spiel, weil im Moment ist es einfach wirklich so, dass wir, ja, ich weiß nicht, wir spielen und wir machen ganz viele Sachen gleichzeitig oder versuchen ganz viele Sachen gleichzeitig zu machen. Ich habe irgendwie das Gefühl, der Flow ist gerade nicht so im Spiel hier. Ja, also mir fehlt irgendwie diese Ruhe und Gelassenheit, die man in diesem Spiel haben könnte. Wir sind hier nur auf Action die ganze Zeit aus und das zermürbt ein wenig, auch während des Let's Plays, weil man redet einfach so viel.
Hallo, mein Freund, mein Name ist Isabelle und ich rufe an wegen einer Bankangelegenheit. Na, komm, wir lassen Sie mal reden, weil letztes Mal sind wir ausgerastet. Du lässt sie alleine weiterreden. Deine Abonnenten lieben deine was? Telefonverkäufer-Trollfähigkeiten. Ach so, ja. Ich, alter Troll. Nee, nicht ich, der Kevin, der alte Troll. Haha. Witzig. Und es wird natürlich auch Zeit für einen neuen Rechner, ne? Wir brauchen mal wieder mehr Rendering Points. Oh, das ist auch wieder so ein Mittelfeldsvideo. Das bringt uns, glaube ich, nicht so viel Kohle ein. Es wäre natürlich gut, wenn wir mal wieder ein bisschen mehr verdienen würden. Aber vorher müssen wir auf jeden Fall schlafen gehen. Schon eine schöne Bude. Also kann man sich eigentlich nicht beklagen. So. Kevin, Justin, ich möchte ein Gameplay-Video machen, weiß aber leider nicht, wie ich es aufnehmen oder bearbeiten soll. Könntest du es machen? Nein, kann ich nicht, weil ich habe die Konsole nicht. Das klappt nicht, mein kleiner Freund. Wir müssen mal gucken, wie das mit den Mitarbeitern ist. Das wäre mal ganz interessant zu wissen. Erstmal was fratzeln, danach ich guck mal hier einfach mal auf Plus. Um einen Mitarbeiter einzustellen, musst du gut mit ihm befreundet sein und ihn vorschlagen, mit dir zusammenzuarbeiten, wenn ihr zwei alleine seid. Wirf einen guten Blick auf ihre Fähigkeiten, da sie die Möglichkeit haben werden, selber Videos für deinen Kanal zu erstellen. Ach du Scheiße, ey. Und dann kommt da so ein Hans-Franz rein. Oh, Evelyn ist nicht so gut auf uns zu sprechen. Was ist denn hier mit dem Addison? Rang 7. Lifestyle. Der will 602 Dollar im Monat haben. Du kannst mich mal gern haben, mein Freund. Aber wir haben eine Aufgabe abgeschlossen. Schau mir beim Spielen zu. Schon wieder. So. Okay, egal. Wir machen ein neues Gaming-Video. Das muss sein. Da kommen wir nicht dran vorbei. Gameplay. Pow. So. Ja, auch wieder langer Titel. Ich möchte hoffen, dass dieser scheiß Klamottenshop jetzt irgendwann mal wieder aufmacht, dass wir uns für die nächste Präsentation von irgendwelchen Spielen mal ein bisschen rausputzen können. Oh ja, danke. Guck mal hier. Gleich zwei urheberrechtlich geschützte. Du willst mich doch verarschen. Und der PC ist im Sack. Mann. Das ist doch hier alles gegen mich gerade. Ja, super. Doppelsuper. Jetzt können wir nur den langen Kommentar machen. Ganz geil. Und ich hoffe, dass jetzt beim Outro wenigstens was Passendes kommt. Ja, nicht so viele Punkte. Immerhin das. Zwei Fehlgriffe, ein Copyright Infringement. Das wird ja eine super Geschichte, ey. Da freut man sich doch. Gucken, wie das hier alles so zusammenpasst. Fast gar nicht mehr. Naja, immerhin ein bisschen. Wir haben drei Fehlschläge. Aber wir brauchen wirklich bald einen neuen Rechner, Leute. Ohne geht es nicht mehr. Aber wenigstens einen neuen Rekord in der Videoqualität aufgestellt. Das ist ja immerhin etwas, ne? Man mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Man muss sich ja auch manchmal an den kleinen Sachen im Leben freuen. Zum Beispiel, dass man wieder seinen PC reparieren darf. So, und wie es gerade scheint, hängt der EM-Livestream hier neben mir. Das finde ich nicht so cool. Wie sieht das denn mit Arbeiten jetzt eigentlich hier aus, während das alles hier hochlädt? Arbeiten, Eventbegleiter, Junior-Spieleentwickler. Kann ich gerade leider nicht machen. Schade. Nee, für die 50 Dollar sicher nicht. Ha! Ich habe dein soziales Netzwerkkonto gehackt. Wenn du es wieder haben möchtest, musst du 100 Dollar an mich zahlen. Fick dich. Du musst erst einen neuen Account erstellen und ein paar Abonnenten hast du auch verloren. Ja, vielen Dank dafür. Gut, Freunde der Sonne. Wir gehen nochmal eben schlafen. Dann gehen wir nochmal eben was fratzeln. Und dann würde ich fast sagen, warte mal, wir haben fast das neue Level erreicht. Ach, Copyright. 60. Das wird ja immer billiger. Dafür, dass wir zwei Daumen nach unten kriegen, hat sich das nicht so wirklich gelohnt, muss ich sagen. Da haben wir ein Sandwich in Wands gehauen. Gaming, Einkauf,
Einkaufen, komm, wir gehen nochmal auf Einkaufen. Ich wollte mir auch eh die anderen Shops nochmal eben durchgucken, was man da sich so Schönes zulegen kann. Warum das geschlossen hat, das kann ich, also wirklich, da habe ich keine Ahnung. Vielleicht liegt es auch im neuen Update irgendwie, kein Plan. Könnte ja auch sein. So, was bräuchten wir denn? Eigentlich brauchen wir nichts davon. Also wirklich gar nichts. Das ist eigentlich alles nur Schrott. Finde ich. Miniaturflugzeug, ja super. Katana, Brettspiel. Jumanju. Ja, wer es kennt, der weiß, worauf das abspielt. Abzielt, wollte ich sagen. Eine Minecraft-Figur. Ein Creeper. Ja, nee, ist ja alles wunderbar, aber braucht kein Schwein, finde ich. Könnte man irgendwann machen, wenn man eh zu viel Geld hat. PC World, was gibt's denn hier Neues eigentlich? Oh, krass. Krass, krass, krass. Also hier gibt's auf jeden Fall neue Klamotten. Gucken wir mal uns eben an hier. Yellow Ninja Gehäuse, wow. Das ist natürlich geil. Tastatur, gibt es wahrscheinlich jetzt auch wieder was Ninja Gaming Tastatur, das war ja eigentlich klar. Monitor. Ja, hier gibt es halt schon wirklich schöne Sachen, ne? Aber die sind halt auch alle arschteuer, muss man auch bedenken. Was wir machen könnten, wir könnten natürlich jetzt die Maus für den Huni kaufen. Webcam, boah, Alter, willst du mich verarschen? Boah, komm, wir holen uns erstmal die. Holen wir uns das. Kopfhörer, wie sieht's da? Ah, Schnittprogramm wäre auch nochmal eine gute Idee. Final Premiere Pro. Titel, ja, baba. Okay, hier gibt es dann ganz viele neue. Ja, komm, wir machen es jetzt einfach mal. Wir holen uns das jetzt einfach mal. Da gibt es dann ganz viele neue, tolle Übergänge etc. pp. Und ich verliere Abonnenten. Ja, herzlichsten Glückwunsch. Das heißt, es wird Zeit für ein neues Gameplay-Video. Katsching. So, die neue Maus. Katsching. Die neue Webcam. Die ist auch ein bisschen kleiner geworden jetzt. Dann haben wir das neue Mikrofon. Das ist ein bisschen größer geworden. Und wir haben die neue Tastatur. Boah, ist die riesig. Okay, wir essen nochmal eben was. Und dann gucke ich trotzdem auch nochmal in den Shop, um mal eben zu sehen, was es da so Neues gibt an Spielen. Und wir müssen aufpassen, wenn die Miete fällig wird, sind 600 Ocken weg, ne? 600 oder 300? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich gehe mal lieber von 600 aus, dann werde ich nicht enttäuscht. Das ist im Moment das nicht neueste, nein. Okay, wir machen trotzdem mal ein Gameplay-Video davon. Sicher ist sicher, weil, wie gesagt, man weiß halt nie, wann man das Geld wirklich brauchen kann. Webcam, Full HD, Popschutz Pro. Mono-Ausgabe gibt trotzdem 3. Ich verstehe es nicht. Fortsetzen. So. Das muss doch jetzt mal hier richtig fuchzeln. Ich hasse dich, Kevin! Ein singendes Kommentar. Hey ho. Let's go. Ein kurzes Kommentar kommt hier rein. Gerade passt es noch. Jetzt haben wir auch schon 8 hier. Dann eine fröhliche Äußerung. Ich bin froh, dass wir gerade nicht so viele Lightbulbs hier verschwenden. Ja, jetzt schon. Es soll mal bitte alles zusammenpassen. Das wäre mal echt schön. Komm, hier. Nächstes Copyright Infringement. Zahle ich halt $10.000 dafür, dass ich das Video hochlade. Alles gut. Alles kein Problem. Und das kann ich nicht mehr machen. Ich werde verrückt. Na gut. Ja, das wird vermutlich nicht so gut laufen alles. So, das passt.
Das passt mehr oder weniger. Ach, und ich habe gar nicht mehr genug Rendering Points. Das ist ja auch toll. Ja, gut. Mehr kann ich nicht in die Timeline ziehen. Da bräuchte ich ein neues Programm für. Das heißt, wir kommen auch nicht darum herum, uns das neue Videoschnittprogramm zuzulegen. Schade. Schade, schade. Aber wir laden es mal hoch. Wir gucken mal eben. Wir haben neue Sachen freigeschaltet. Ja, der Store ist ja leider zu. Ich würde mir die Klamotten ja gerne mal angucken. Aber nein, das geht nicht. Wir haben neue Karten freigeschaltet. Lustige Kritik ist eine davon. Und singende Kritik ist die andere. Und wir gehen jetzt schlafen, während das Video hochlädt. Und wie das abgeschnitten hat, würde ich sagen, gucken wir uns in der nächsten Session an von Let's Play YouTube is Live. Ich danke euch fürs Zusehen. Der Kevin Justin dankt euch fürs Zusehen. Und der wünscht euch natürlich, wie jedes Mal, nicht, dass es langweilig wird irgendwann, aber das ist halt mein Spruch, einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr schaut. Und die Copyright $192 fallen mir noch. Und die Kommentare gucken wir uns später an. In diesem Sinne, tschüss, ciao, ihr Lieben.